Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Und diesmal, ich hab gedacht, what? 11 Kommentare! Hey, cool, dank euch! Ja, geil, freue ich mich riesig. Und da gehen wir auch gleich schon mal rein. Wir haben von Tom, der Fan, könntest du dir vorstellen, Animation mal zu streamen? Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja gemacht. Hatten auch eigentlich so ganz gute Zuschauer, also 40 Zuschauer. Ja, hat auch Spaß gemacht. Ist ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Ja, das hing dann auch so ein bisschen mit dieser neuen Streaming-Regelung da zusammen. Und da war ich mir noch nicht so ganz im Klaren, wie das Ganze weitergeht mit YouTube und Streamen und dies und jenem da. Habt ihr bestimmt schon von gehört, ne? Wollten wir ja auch mal ein Video zu machen mit Ich dem. bin Reiter, das ist nicht genau Ja. das Gleiche. Nein, ist nicht das Gleiche. Also momentan, es wird immer schwerer, irgendwas aktiv zu machen. Da kommt eine Stolperfalle nach der nächsten aktuell. Das ist so ein bisschen, muss man aufpassen, dass man nicht auf die Nase fällt. So, die sture Katze. Jetzt habe ich 20 Legendäre. Ja, dann würde ich mal sagen, ist es an der Zeit, dass du dann mal in Gilde 2 mit reinkommen kannst, ne? So, Old Man Snyder, oh, ich freue mich über meine 7 Legendäre. Gratulation. Kannst ja mal schreiben, welche du hast. Max Ortmann, Gegner in Siege-Schlägerei, mein Clan Top 200, bin Level 13. Achso, Max Ortmann hatte gefragt, warum er gegen seine Gegner nicht ankommt. Dazu kommen wir dann gleich. Also, wir merken uns jetzt mal hier: Clan Top 200, Level 13 ist er. So, später schreibt er dann noch, wie viele legendäre Karten er hat. Tom, der Fan, okay, dann sammle ich mal mehr Legis und freue mich, wenn ich in eure zweite Gilde kann. Würde ich mich auch riesig drüber freuen, klar. So, dann geht's weiter hoch. Dann sind wir. Muss ich mal ganz kurz hier rüber switchen. So, dann sind wir hier bei der Seite. So, du bist der einzige deutsche Animation Throwdown YouTuber, den ich kenne. Prost dafür. Oder Props dafür. Props, Was heißt denn Props, Props? Props? Props, weiß nicht, was Props heißt. Nein. Props dafür. Ja. Weiß nicht, was Props? Props Nein. Ja, dann klär mich auf. heißt. Also, pass auf. Was sind Props. Props? Ja. Props an dich zum Beispiel. Ja. Heißt zum Beispiel Respekt. Ja? Oh! Props heißt Respekt. Ja, Leute, ich bin halt, es ist halt Waschbär, ne? Ju Jugendsprache, Waschbärsprache ist, ich kenne das nicht. Props habe ich noch Ich nicht habe gehört. übrigens Leute für den späteren. Also ich habe später im Video, ich habe etwas mitgebracht, und zwar einen Erziehungsratgeber für Waschbären. So, Weil ich also. mit meinem Waschbär irgendwie nicht klarkomme. Das ist Ja. Der hat auch irgendwie eine irgendwie Kieferstarre, merkst du das? Ist der Kiefer, der Unterkiefer ist ein bisschen verschoben hier. Ich weiß nicht. Also wenn so mein Unterkiefer aussehen würde, mein lieber okay, Scholli, auf ey. geht's, wach. Ich möchte euch dann. Das waren die Erziehungsmaßnahmen des Herrn sofort, deswegen sehe ich so aus, ja. Ja, genau. Nee, nach den Kommentaren kommt der Erziehungsratgeber. So, also erstmal vielen, vielen Dank, Max Ortmann. Dankeschön für die Props. Jetzt weiß ich ja, was es heißt. So, Tom, der Fan, hol es dir doch, wenn du es eigentlich gerne möchtest. Es verurteilt dich. Ja, es würde mich keiner verurteilen. In der Gilde würden es mit Sicherheit auch einige begrüßen, wenn ich mir diese zwei Mythics holen würde. Aber ich will ja zeigen, dass man auch ohne Geld auszugeben hier stark werden kann. Und deswegen, ich kriege den Was Dr. heißt Solberg, denn kriege bitte ich. stark? Ja. Ein Ich Waschbär kann. kannst du überhaupt das Tablet halten? Ah, okay. So, jetzt kommen diese Sprüche da. Okay. Also, und dann, nee, das würde ja mir selber. Also, so, jetzt, also, dann haben wir hier Too easy for me. Ich habe insgesamt um die 80 bis 90 Legendäre gezogen und leider nur zwei Mythics. Würde das reichen? Das würde für Gilde 1 reichen. Dann wärst du allerdings ziemlich an der untersten Grenze. Also mit 80 Legendären kann man schon auf jeden Fall einiges anfangen und auch mit zwei Mythics. Definitiv. Es kommt natürlich auf die Aktivität auch drauf an, ist klar, ne? Aber so von der Stärke her würde das für das untere Viertel der ersten Gilde definitiv reichen. So,
Und dann haben wir noch einen Kommentar. Max Ortmann, 50 Epics, 40 Legis, 0 Mythics. 14 Legis, 0 Mythics. Arena 9, heiße Black Edition. Habe vor 2 Monaten das Spiel neu gestartet. Vorher hatte ich Tina und She Mask. Vermisse die Kombos, die ich machen konnte. Ja, da haben wir dann natürlich die Erklärung. Da haben wir natürlich die Erklärung, warum du Probleme hast. Und das ist genau das, was ich ja vermeiden möchte bei uns in der zweiten Gilde. Die zweite Gilde ist ja auch eine Top 200 Gilde. Gut, wir haben jetzt beim Siege ein bisschen Pech gehabt. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Ansonsten, sage ich mal, sind wir in der Regel immer in der Top 200, auch was den Rumble anbelangt. Und da sage ich auch, also unter 20 legendären Karten macht das auch in Gilde 2 bei uns keinen Sinn, weil dann hast du nicht wirklich viel Spaß dran. Und wenn du in der Top 200 Gilde bist, in Rumble und Siege mit 14 Legis und 0 Mythics, hast du arge Probleme. Und dann wirst du natürlich wenig reißen können. Das heißt also, du musst auf jeden Fall zusehen. Aber du bist Arena 9. Und ganz ehrlich, also ist jetzt mal von meiner Seite an dich, ja, ein großes Lob. Also muss ich wirklich sagen, Arena 9 mit 14 Legis, das, also ich kenne Leute, die sind Arena 14 gewesen oder so, also sind uns gejoint, Arena 14 oder 15 und haben nur 20 Legis. Wo ich mir denke, what, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit gemacht? Wie seid ihr in Arena 15 gekommen? Ja, das ist schon mit, krass. Mit der Siegel Fight Club, gibt es überhaupt da Leute mit weniger Legis als... Na, das nicht, aber es gibt solche Sonderfälle, wo du wirklich so 20 Legis, wo ich mir denke, so Arena 15, what? Und ganz ehrlich, also solche Situationen, wie du es jetzt hier schilderst, also bei uns in Gilde 2 zum Beispiel haben wir ja Arena 10 als unterste Grenze und sagen eigentlich 20 Legis. Wenn aber jetzt wirklich einer kommt, der jetzt gleich schon Arena 10 und 20 oder 25 Legis hat oder so, ja, oder auch von mir aus 18 oder 19 Legis, dann will ich mir das gerne erstmal anschauen. Ja, also so jemanden gebe ich immer gerne mal eine Chance, weil dann denke ich mir, okay, der ist zumindest aktiv, weil sonst hätte er diese Anzahl an Legis in dem Level noch nicht. Ja? So, jetzt, so, jetzt, aber jetzt kommen, jetzt kommen wir nicht. Jetzt müssen wir erstmal kommen wir jetzt zum Daily Business. Nein, wir kommen jetzt zum Ratgeber. Ich habe mir einen Ratgeber besorgt. Und zwar haben wir alles ausgenommen. Wir haben einen Ratgeber und zwar habe ich einmal die Überschrift Waschbär im Garten. Horror für alle Gartenbesitzer. Waschbären leben gerne in Stadtgebieten, da es dort genügend Versteck- und Fluchtmöglichkeiten gibt. Zudem finden sie dort viel Nahrung. Waschbären sorgen oft für Lärmbelästigung, merke ich. Ja, du kannst es ja mal hier einblenden. Nein, das kann ich doch nicht einblenden. Warum? Niemals. Doch, warum nicht? Zudem richten sie auch Schäden an. Das geht so von zerbrochenem Blumentopf bis hin zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden. Kenne ich alles. Oft legen Waschbären Eier an Latrinen ab. Diese können mit dem Waschbären legen Eier? Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Schwachsinn? Waschbär-Pulz-Spullwurm infiziert sein. Sie sollten nach dem Besuch eines Waschbärs die Latrine gründlich reinigen. Was tun bei einem Waschbären im Garten? Halten Sie mögliche Nahrungsquellen für Waschbären knapp und füttern Sie die Tiere nicht. Bewahren Sie Müll und Abfälle zugänglich. Waschbären auf Diät jetzt hier. Waschbären auf Diät. Auf. Sichern Sie Mülltonnen ab und stellen Sie diese nicht in die Nähe eines Zaunes oder einer Mauer auf. So verhindern Sie die Einstiegshilfen für die Tiere. Werfen Sie keine hochwertigen Speisereste auf den Komposthaufen. Haustiere sollten Sie nicht draußen füttern. Falls Sie es doch tun, achten Sie darauf, dass die Reste abends wieder ins Haus geräumt werden. Ernten Sie reifes Obst und Beeren direkt, sammeln Sie Fallobst so schnell wie möglich vom Boden auf. Impfen Sie Haustiere. Sie sollten gegen Tollwut und Staupe geimpft sein. Tja, muss ich dich auch mal dagegen impfen, ne? Ja, Waschbären hier überall, ne? So. Gegen Tollwut und Staupe. Zudem sollten Sie regelmäßig entwurmt werden. Beachten Sie,
Tiere wie einen Waschbären zu fangen, zu töten oder an einem anderen Ort zu transportieren, ist verboten. Ist verboten. So, das müssten wir in Fortnite mal einführen, ja? Waschbären zu töten ist verboten. Na, jetzt hör doch mal mit dem Käse, dass du dich mit sowas immer wieder beschäftigst. Ja. Also ist unfassbar. So, das müsste man in Fortnite, das ist ein Gesetz scheinbar, das müsste man in Fortnite, Waschbären dürfen nicht getötet werden, ja? Ja. Jetzt pass auf, jetzt kommt der letzte Fakt. Finden Sie einen toten Waschbären, ist dieser nichts für die Mülltonne. Um tote Tiere loszuwerden, gibt es die Tierkörperbeseitiger, die diese gegen Unkosten abholen. Haus gegen Waschbären sichern. Entdecken Sie einen Waschbären im Garten, sollten Sie das Haus absichern. Das wird spannend. Wie Sie den Waschbären vertreiben, lesen Sie in... Das machen wir jetzt aber nicht mehr. Weil das Moment, das muss ich noch ganz kurz... Verhindern Sie den Aufstieg auf das Dach. Das können Sie durch glatte Blechmanschetten machen, die Sie dann über Regenrinnen und Rohre montieren. Kürzen Sie Bäume, die möglicherweise auf das Dach ragen. Ja! Bringen Sie ein Metallgitter auf dem Schornstein an. Der Schornsteinfeger gibt Ihnen dabei Empfehlungen weiter. Verschließen Sie weitere Möglichkeiten, mögliche Einstiege mit Gittern. So, also, jetzt muss ich aber was dazu sagen, ne? Also diese Regelung, die derjenige da, der diesen komischen Ratgeber gegen uns erfunden hat, gegen uns Waschbären, ja? Also der schadet aber auch der Weihnachtsindustrie, ne? Also wenn da kommt der Weihnachtsmann ja auch nicht mehr rein. Wie sollen der oben? Der kommt sonst durch den Kamin und jetzt ist da oben ein Gitter wegen Waschbären. Jetzt gibt's keinen. Da denkst du, der Weihnachtsmann, what the fuck, was ist hier los, ja? So, dann schmeißt er die ganzen Sachen unten in den Garten und der Waschbär freut sich. Ja, aber so. Nee, Leute, ich muss mal nächste Folge auch wieder gucken für einen Ratgeber. Irgendwie so was richtig Cooles, wie man Waschbären vertreibt oder so. Das wäre auch ganz gut. Oder wie man Waschbären füttert oder sowas. Ich meine, wir haben ja hier einen einigermaßen friedlichen Waschbär sitzen. So, jetzt. Der hat keine tolle Wut. Ja? Geht wieder die Kamera wieder nicht. So, jetzt gehen wir Daily Business. Jetzt gehen wir erstmal hier in die Werbungkiste. Mamas altmodisch geheimnischer Turbo Mythic Brian, die relativ cool ist, muss ich echt sagen. So, dann gehen wir hier rein in den Shop und dann gucken wir hier mal, was hier so am Start ist. Mythic Farnsworth Pack. Mit Cuts, Cuddles, Bandit, Dr. Amy Wong. Ist auf jeden Fall eine ziemlich geile Box, muss ich sagen. Und Professor Farnsworth in Mythic ist sowieso ziemlich cool. Dann haben wir immer noch den Zoidberg. Der ist so geil, aber ich warte immer noch. Ich warte jetzt noch, weil... Warte mal, Cuddles? Ja. Oh! Ja, meine Karte. Da, so sehe ich aus. Ja. Nein. Nein. Dann haben wir die New Brian Box hier mit Falconer Haley. New aber Brian Box. Eigentlich müsstest du doch auch vor mir Angst haben, weil ich könnte ja auch toll gut haben. Pass auf, wir machen es mal so, Leute. Herr Gleich sucht sich nächste Folge mal, also das beim Fortnite Daily Shop, sucht er sich mal einen Ratgeber für Katzen aus. Und ich? Für Tiger. Du bist kein. Oder willst du sagen, du bist eine Katze? Großkatze. Oh mein Gott. Also, jetzt lass uns mal hier rein, dass wir so. Also, wir haben jetzt hier. Den Bluegrass Hank. Bluegrass Hank. Und. Jetzt muss ich erstmal hier runter. Combo Recipe Card. So, und der Bluegrass Hank sieht folgendermaßen aus: Das ist das schlecht. Hier. Da haben wir einmal den Hank mit Musikkarten. Ja, 500 Gems, der ist so schlecht. Ist er, ja. Bluegrass Hank ist so schlecht. Ist er, ja. Ist er definitiv. Ja. Also brauchen wir gar nicht weiter drüber zu reden. Das Ding, das ist wirklich... Das willst du dir, glaube ich, nicht kaufen? Nein, definitiv nicht. Dann haben wir den Sperm Rider. Unser Video wird wieder geblockt, ich schwöre. Der Sperm Rider. Dr. Zoidberg mit Auto... Vor allem stelle ich mir die Frage... Der Sperm Rider ist mit einem Auto. What? Dr. Zoidberg mit Autokarten. Mit einem Food Truck. Ja, er gibt den Sperm Rider. Also, na gut, hast hier unten halt eine 15er Bombe, wenn du den mit dem Golfball Escape. Aber ich sage immer wieder, was willst du mit dem Golfball Escape? Schrottkarte.
Also, und jetzt kommt was, das tut mir wieder richtig weh. Hast du keine, die, ich hab noch ganz viele. Tut mir richtig weh. Ja, ich hab leider noch ganz viele. Mhm. Ich kann mir die sogar holen. Karate Stui. Achso, übrigens oben links ist ja gleich Karte. Ja, das wissen die Leute doch. So, Stui mit Kampfkarten. Hier Karate Stui. Und das tut schon echt weh, wenn man das sieht. Ne? Ich meine, er hat hier 14 Craze, 21-fach Punch, 21. Das ist ein Hämmerchen, ne? Das müsste ein Hammer sein, genau. Also sprich, Angriff. Kommt mit drauf, wenn eine Combo gespielt wird. 16 Angriff, 84. Wir gucken mal nach der stärksten davon. 14, 21, 13, 20. 14, 21. Auch nochmal mit Brian, The Home Invader. 13, 20, 13, 19. 14, 21. Auch nochmal mit Capoeira Reginald. 14, 21. Auch nochmal mit Fashion Wrestling. 14, 21. Mit That's My Parfait. 14-21 mit allen YMCA, also er ist eigentlich durchgehend relativ gleich stark. So, dann nehmen wir doch einfach jetzt hier unten mal die da 14-21. Also, Leute, ich muss mal ganz kurz erwähnen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für mich habt, wie man einen Waschbären erziehen kann, dann könnt ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wir hatten ja letztes Mal 11 Kommentare gehabt. Vielleicht kommt ja nächstes Mal ein Kommentar dazu, wie man einen Waschbär erziehen kann, weil ich muss auf jeden Fall hier was ändern. Er macht, was er will, der Waschbär. Ich steige wieder toll gut. Da geht's schon los, das gibt's ja gar so, nicht. Also, jetzt fangen wir an zu rechnen. Wenn wir da 10% draufklatschen, dann sind wir bei 15 berauscht. Dann sind wir bei 23-fach Punch und bei 23 Angriff, der in Zukunft. Bei 22 Angriff, bei 84 Leben. So, nee, sogar, das wird ja sogar aufgerundet bei 8, 85 Leben. 85 Leben. So, wenn wir jetzt nochmal 10% draufklatschen würden. Bei was? Das gilt für alle Werte. So, dann hast du 15 plus nochmal, dann sind wir schon im Aufrunden, plus 2, dann sind wir bei 17. Hier sind wir bei 23, 25 Punch, also 17 Craze, 25 Punch, 25 Angriffspunkte kommen hinzu bei einer gespielten Combo. Dann sind wir bei 22, 24 Angriff und bei 85, da müssten sogar auf 9, 94, 94 Leben. Ja, bist du jetzt bei dem Ergebnis angekommen? Ja, ich bin jetzt beim Ergebnis angekommen. Nächste, letzte Combo hier. Moment, hallo, das ist ganz wichtig, das mal so in etwa zu wissen. Das heißt auf jeden Fall, das Ding wäre mega krank eigentlich. Bedeutet, du wärst, wie gesagt, bei 25, 24. Du hättest 49 Angriff Gesundheit im ersten Hit. 49 Angriff. Und danach hättest du bereits 17 mehr. Dann wärst du im zweiten Angriff bei 66. Ja. Also ist auf jeden Fall... Im zweiten Angriff auf jeden Fall geil. Ist ja auch schon beim ersten. Du First Hit ist fast... Also die meisten Karten sind First Hit Down. Also insofern ist das auf jeden Fall schon mal eine ziemlich geile Combo, die ich gerne hier kaufen würde. Ich habe keine Steine mehr. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wer den Mythic Stui hat und Fighter Karten, holt euch den Karate Stui. Dann kommt die nächste hier, das ist der Tweaker Peter. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Tweaker Peter ist vielleicht ganz interessant, wenn man... wenn hier der wieder so ein Drogen-BGE ist oder so, aber so lohnt sich das nicht wirklich, das Ding, ja, mit Butterscotch-Cookies oder da mit Toad-Licking. Ja, du kannst zwar eine Mauer durchstoßen, du hast Leech, davon nicht wenig, wenn wir das Ganze mal maxen würden. Schauen wir doch mal ganz kurz, was dabei rauskommt. Gemaxt, 22, 22, 23, ist schon gut. Es ist schon echt nicht schlecht, ja. Aber... würde ich dafür jetzt extra Steinchen ausgeben? Wahrscheinlich eher nicht. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, ja, dann würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Den muss ich jetzt erstmal hier in den ganzen Dingern suchen. Da ist er. Über einen Daumen nach oben freuen. Ja, schreibt was in die Kommentare. Ihr seht ja selber... also mir macht es riesig Spaß, das ist ja schon fast wie ein Stream, ja, also ihr schreibt was und ich antworte darauf, ja, und
Das ist ja mit ein bisschen wir Verzögerung. Ich bin auch dabei. Ja, aber normalerweise antworte ich. Leute, dieser Waschbär, ich muss ihn erziehen. Sorry about, Leute. Schreibt mir irgendwas in die Kommentare. Ich muss diesen Waschbär erziehen. Der macht, was er will. Das ist meiner Mutter nicht gelungen, das ist deiner Mutter nicht gelungen und das dir wird dir erst recht nicht gelingen. So. Dir auch nicht. Und jetzt hier, ich erziehe mich ja nicht selber. So. Und dann abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir im Handgleich. Und dem Waschbär. Macht's gut, bis dann und tschüss.